Herzlich willkommen zu Unterwegs in Dessau 31, das Kornhaus in Dessau. Karl Fieger entwarf das Kornhaus im Jahre 1929 im Auftrag der Stadt Dessau. Im 18. Jahrhundert stand an dem Dessauer Elbbogen ein Getreidespeicher. Um 1900 wurde dort eine kleine Ausflugsgaststätte errichtet. Nach dem Abriss veranstaltete die Stadt Dessau 1929 einen Architekturwettbewerb. Das Kornhaus wurde am 6. Juni 1930 eröffnet und wurde schnell ein beliebtes Ausflugslokal. Die Bombenangriffe in Dessau im Zweiten Weltkrieg überstand das Gebäude unbeschädigt. Es war auch in der DDR ein beliebter Ausflugsort in der Region. Von 1994 bis 1996 wurde das Kornhaus unter denkmalpflegerischen Gesichtspunkten saniert. Es wurde bis 13. August 2011 von dem Pächter Ulrich Heimann als Gaststätte betrieben. Das Kornhaus war über ein Jahr geschlossen. Im April 2012 gelang es, einen neuen Pächter, die eigens gründete Kornhaus Dessau GmbH, per Vertrag zu binden. Nach erneuter Sanierung wurde das Dessauer Kornhaus am 3. Oktober 2012 neu eröffnet. Das Kornhaus wurde aus Stahlbeton und Ziegelmauerwerk errichtet. Es hat, wie beim Bauhäuschen üblich, ein Flachdach und besteht aus einzelnen, ineinander gedrängten kubischen Baukörpern. Besonders interessant ist der fast einen Vollkreis beschreibenden gläserner Wintergarten, von dem aus der Ausblick auf die Elbe möglich ist. So, ich mache mich jetzt wieder nach Hause und ich wünsche euch noch einen schönen Sonntag und bis zum nächsten Video. Tschüssi!